Ja, Mahlzeit, Leute. Ich bin's wieder, der Richie. Herzlich willkommen zu einem neuen Stadionvlog und zu einem Stadionvlog der etwas anderen Art heute. Bei mir auf dem Kanal geht es normalerweise nicht um ernste Themen. Normalerweise geht es auch ein bisschen albern zu. Ich bitte aber allerdings um Verständnis, dass es bei diesem Intro zumindest doch um ernstere Themen geht. Das hier ist sowas wie meine Stellungnahme zu den Ereignissen am Wochenende und zu den Fanprotesten, die vermeintlich gegen Dietmar Hopp gerichtet sind. Ich wollte erst ein separates Video machen zu diesem Thema, aber ich habe mich letztendlich dagegen entschieden. Ich denke, das würde eventuell zwar viele Klicks bringen, aber ansonsten nichts. Deshalb werde ich hauptsächlich in diesem Video nur kurz was sagen. Ich will ja nicht zu viel selber reden. Ich werde aber auf verschiedene Beiträge zum Thema verweisen. Die Links zu den verschiedenen Artikeln und Videos sind unten in der Beschreibung zu finden. Die drücken das alles viel besser aus, als ich das könnte. Für mich zum Beispiel als jemand, der das Ganze mit BVB, mit dem DFB und mit Dietmar Hopp nicht wirklich so verfolgt hat, bedeutet das Ganze am Wochenende wirklich eine ziemlich steile Lernkurve. Aber ihr seid es auch gewohnt, dass ich habe keine Angst davor, mich vor laufender Kamera mit Unwissen zu blamieren. Und ich lerne auch gerne durch euch und mit euch zusammen. Also vor dem Spiel, VfL gegen Sandhausen am Wochenende, hatte ich die Bilder im Fernsehen gesehen. Und ich war am Anfang einfach nur ein bisschen, ja, mehr als ein bisschen perplex wegen des Ausmaßes der Reaktion gegen die Transparente von den Bayern-Fans. Irgendwie kam mir das ein bisschen absurd vor und ich wollte dann auf jeden Fall recherchieren. Ich habe angefangen zu lesen, was steckt da dann wirklich hinter. Allerdings war ich nicht so ganz weit damit, als ich dann am nächsten Tag, am Sonntag, ins Stadion gegangen bin. In dem Moment, wo die Ultras Bochum ihr Transparent rausgeholt haben, hatte ich gefilmt. Wobei man sagen muss, hinten in der Ostkurve hat man da nichts lesen können. Deshalb habe ich einfach die Kamera laufen lassen und nichts kommentiert. Ja, erst wusste ich ja nicht, was los war, aber ihr habt es gesehen. Ich habe so gesehen berichtet, ohne zu kommentieren, weil das wäre sonst wirklich eine Blamage. Beim Schneiden des Videos habe ich dann wirklich kurz überlegt, das Ganze einfach wegzulassen, nach dem Motto, das ist alles so zu kontrovers. Aber ich habe gedacht, nee, ich lasse das alles drin. Im schlimmsten Fall gibt es dann wirklich so eine heiße Debatte unten in den Kommentaren. Und die Debatte gab es tatsächlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Ton war meistens sehr, sehr fair. Und ich habe dadurch auch noch mehr lernen können. Also vielen Dank dafür. Das war schon sehr positiv, eine sehr positive Erfahrung. Wie gesagt, will ich hier selber nicht wirklich zu viel erzählen. Ich kann nicht allzu viel dazu beitragen. Die Links, wie gesagt, zu den verschiedenen Artikeln und zum Video zum Beispiel von Hubertus Koch, die sind unten in der Beschreibung. Also ich empfehle jedem, dass er die liest, beziehungsweise dass er die Videos, also das Video guckt. Wirklich sehr empfehlenswert. Was ich jedoch doch loswerden will, weil ich meine, als Engländer habe ich eine etwas einzigartige Perspektive, vielleicht auch eine interessante Perspektive. Erstens muss ich mich zu einer Aussage äußern, die ich immer öfter höre und ich einfach nicht so gelten lassen kann. Nämlich die Politik und der Fußball, die muss man trennen. Das kann ich einfach nicht so gelten lassen. Und weil andere das besser ausdrücken können als ich, dann lese ich zu dem Thema kurz aus dem Leitbild von der Faninitiative Bochum. Und zwar, Politik gehört nicht ins Stadion, ist ein häufiger Spruch in deutschen Fußballstadien. Jedoch ist dies nicht so einfach aufrechtzuerhalten. Woche für Woche spüren Fans verschiedenste politische Einflüsse in den Stadien. Sei es die zunehmende Kommerzialisierung, die Einschränkung von Grundrechten oder versuchte Einflussnahmen von sogenannten unpolitischen Fangruppierungen. Ich finde dieses Statement aus dem Leitbild absolut richtig. Also als Fußballfans sind wir eine große Interessengruppe mit Bedürfnissen, mit Wünschen und mit Rechten. Ich denke, wenn du Fußballfan bist, hast du zumindest eine Meinung zum Beispiel zu solchen Alltagsthemen wie zu den Preisen der Eintrittskarten, zur 50+1 Regelung oder einfach zu Diskriminierung in Stadien. Das ist alles Politik. Das klingt ja zwar alles alltäglich, aber das ist doch für mich Politik. Im normalen Leben wie auch im Stadion. Das ist alltäglich, Alltagssachen, das ist die Politik.
Und für mich gilt es, unsere Interessen zu repräsentieren und verteidigen. Man muss nicht unbedingt Mitglied werden in einer organisierten Fangruppe. Aber der Spruch, Sport und Politik muss man trennen, das kann ich einfach nicht so annehmen. Und was hat das mit mehr zu tun als Engländer? Also für mich, die englische Premier League ist die am meisten kommerzialisierten Liga der Welt. Da regiert ganz, ganz einfach das große Geld. In der englischen Liga ist es zum Beispiel so, als ganz stinknormaler Zweitligist mittlerweile braucht der Verein einen Sugar Daddy, einen Billiardären, um einfach zu bestehen. Und natürlich hat er dann eine Mehrheit der Aktien und hat das absolute Sagen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, haben die Stadien keine Stehplätze mehr. Die Eintrittskarten sind horrend teuer und der normale Fan hat wirklich nichts mehr zu melden. Für mich sind die neuesten Entwicklungen im deutschen Fußball, wie zum Beispiel die Umgehung von der 50+1-Regel, die Verteufelung von organisierten Fangruppen, die sind alle ein Schritt in dieselbe Richtung, dieselbe kommerzielle, falsche englische Richtung. Der deutsche Fußball ist für mich als Engländer umso schöner, weil er sich noch gegen diese Kommerzialisierung wehrt. Noch. Und ich glaube, es ist wirklich in unserem eigenen Interesse, diese Entwicklung kritisch zu hinterfragen. Naja, ich habe jetzt schon genug gelabert. Ich wollte nur das kurz ansprechen. Vielleicht denkt ihr nach. Also ich habe auf jeden Fall viel nachgedacht in den letzten paar Tagen und sowas ist gesund. Aber auch deshalb gibt es heute ein etwas anderes Stadion-Vlog. Wir gehen nämlich Rot-Weiß Essen gucken. Das ist das Auswärtsspiel, das Nachholspiel gegen Haltern im Lohheide-Stadion in Wattenscheid. Wir haben Eintrittskarten für den Gästeblock, also Stehplatzkarten, wegen der aktuellen delikaten Situation und weil ich mich bei Rot-Weiß Essen nicht so ganz gut auskenne, sprich wo kann ich was genau filmen, werde ich mich komplett zurückhalten mit der Kamera. Aus der Kurve selbst kommt heute sehr wenig bis gar kein Bildmaterial. Ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an unserem Bericht. Die Kamera nehmen wir mit. Wir nehmen halt wenig im Stadion auf oder gar nichts. Wir werden das als Anlass nehmen, um einfach die Kamera öfter beiseite zu legen und das Spiel an sich einfach entspannt zu genießen. Das war jetzt genug von diesem Intro. Jetzt können wir wieder albern werden und unseren Fußball genießen. Jetzt sind wir in Wattenscheid angekommen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dem Lohheide-Stadion natürlich. Ich war das letzte Mal 2015 hier. Das war die letzte Saison, in der es eine U23-Mannschaft gab von Bochum. Und da sind viele Bochumer Fans hierher gekommen, um das letzte Spiel gegen unsere Erzrivalen zu gucken. Da ging die Post wirklich ab. Das Doofe ist, wenn man von Bochum aus nach Wattenscheid fährt, sind die Kontrollen an der Grenze, die Passkontrollen ziemlich umständlich. Ne? Das kann manchmal dauern, aber wir sind pünktlich. Ich hatte manchen Leuten erzählt, dass die Conny heute nicht kann. Dafür würde Frank mitkommen, aber Frank, du hast dich geändert. Hallo, ich bin der Frank. Freut mich. Sieht viel hübscher aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Andi ist auch dabei, haben wir es gerade getroffen. Hallo. Und jetzt machen wir die traditionelle Tipprunde. Oh ja. Ich sage heute, also auf Seite von RWE gibt es ein paar Ausfälle wegen Krankheit und Verletzung. Ne? Aber trotzdem gibt es einen klaren Sieg für RWE. Die spielen zu Null und die schießen mehr Tore als 3. Weniger Tore als 5, aber dieses Ergebnis will ich nicht in diesem Video aussprechen. Also 0 zwischen 3 und 5. Ihr versteht schon. Was sagt ihr? 2-1 für Essen.
2:1 nur? 2:0. 2:0, ja, ich glaube, die spielen zu 0. Das gibt einen klaren Sieg. Wie lange warten wir schon hier in der Schlange? Ein Kassenröschen offen für alle. Das fühlt sich echt lang an. Ah, das sind super Infrastrukturen, in Wattenscheid, super. Wattenscheid 09 wird niemals untergehen. Wie der Boris Becker sagt, bin ich schon drin oder was? Ja, endlich sind wir drin, Leute. 15 Minuten später als Anpfiff, aber wurde verzögert anscheinend. So. Und das Lustige, wir haben Karten für den Stehplatzbereich gekauft und einfach da angestellt, wo alle sich angestellt haben. Und jetzt sind wir hier drin. Sitzplätze. Ja, wir haben Sitzplätze. Die haben 20 Euro gekostet. Wir haben pro Nase 10 Euro bezahlt. Ja. Wir sollen eigentlich drüben sein. Altern hat auch dieselben Farben wie Wattenscheid, das habe ich hier, Derby hier, Wattenscheid gegen RWE. Wattenscheider, Hu! Anfang der ersten Halbzeit, RWE, bessere Mannschaft, ohne wirklich klare Chancen zu haben, aber seit dem Tor, Altern wirklich die beste Mannschaft, ganz eindeutig. Jetzt in der Pause fängt es an zu plästern, da freue ich mich mehr um die, über die günstigsten. Bist du? Glück gehabt. Wir würden normalerweise sonst da drüben stehen im Regen. Das wäre jetzt gar nicht so lustig. Leck mich am Arsch. Direkt nach der
dann Halbzeitpause. Fette Chance für Walter. Fängt aus und war hier. Kacke, bei der nächsten Chance ist die Kamera hingeflogen. Ich dachte, die wäre kaputt. Ist gut, Stauder. Steht Fels ins Dorf, aber Stauder ist drin. Das muss ich wirklich im Fernsehen sehen. Da waren die wiederholen, das war nie im Leben war das Elfmeter. Was ist das denn jetzt? Er ist doch kein Elfmeter. Anscheinend hat er mit, ich glaube, er hat mit dem Linienrichter nochmal gesprochen. Und dann gedacht, doch kein Elfmeter. Ein Glück, ey. Meine Fresse. Was denn jetzt? Nein. Nein. In der 76. Minute schon Offside spielen. Ich meine, das war jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, ein ganz gutes Spiel von den Halternern. Aber... Das war aber schwach. Oh, 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 oh. Nochmal gelb. War das schon gelb? Ja, ja, ja! Oh! Nein, ey! Ah, er hat mich das weggenommen! Super! Verteidigen! Nein, was ist das? Noch nicht mal die Eckfahne getroffen. Minuten sind schon um.
gegen Rot-Weiß Essen. Endstand 1:1 und aus neutraler Sicht war das ein richtig geiles Stück Fußball. Allerdings geht davon aus, dass beide Mannschaften mit diesem Ergebnis nur bedingt zufrieden sind. Alter, vielleicht angesichts des Chancenverhältnisses, Essen angesichts des eigenen Anspruchs. Aber so bleiben beide Mannschaften mit der Hand an. Auf zu labern! Ich überlasse dir die Zusammenfassung, dein Fazit. Also ich finde, ja, unentschieden war gerecht. Die Halterner haben gespielt, aber ja, war nicht genug. Punkt ist nicht genug, aber was sagst du denn? Schade, aber 1-1 ist auch okay. Ist ein bisschen dunkel hier, ne? Man sieht nichts. Jetzt haben wir Licht. Das kann man wir haben Licht. Hi. Hallo. Ich wollte nur sagen, die erste Halbzeit war für mich Schwalbinoland. Und die zweite Halbzeit war dann echt ein echter Kampf von beiden Seiten. Das fand ich ziemlich cool. War mega spannend. Aber ich leide ungern. Also macht nichts. Das war auch schon in der ersten Halbzeit schon besser. Das wäre geil. Dankeschön. Das war für ein Wandschalt immer. Glückwunsch an Haltern eigentlich. Das war ein wichtiges Spiel für die und die haben super verteidigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also RWE hat sich ein bisschen dumm angestellt teilweise, hätten vielleicht auch noch ganz zum Schluss einen Sieg noch geholt. Aber Durchschlagskraft haben. Schade. Man kann ja nicht jedes Spiel gewinnen. Aber ich glaube, das reicht jetzt nicht. Ja, mal gucken, was Fell macht, aber wird schwierig jetzt.